Hallo und ganz herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem neuen Video hier. Ich habe so lange geschwiegen und endlich kann ich reden und ich möchte ganz gerne heute in diesem Style and Talk ein bisschen rückblickend über die Reise quatschen zu Miki Shop. Vieles, was ich nie ausgesprochen habe, beziehungsweise worüber ich die ganze Zeit nicht geredet habe. Ich wurde auch echt gezügelt zu Hause, muss ich sagen. Also Penny, der hat immer gesagt, nein, 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 das nicht sagen, nichts vorwegnehmen, nachher klappt das nicht. Und dann sind die alle enttäuscht und das wollten wir auf gar keinen Fall. Wir wollten niemanden enttäuschen. Wir wollten wirklich eine sichere Nummer fahren. Und ich freue mich umso mehr, dass es jetzt endlich soweit ist und ganz gemütlich mit euch jetzt darüber quatschen kann. Legt euch dieses Video auf die Ohren, als Podcast, vielleicht während der Autofahrt oder während ihr sauber macht, wie so viele Style & Talks von mir, geht das Ganze hier ein bisschen länger. Ich beriesel euch ein bisschen mit meinen Worten und ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt und ich sage einfach mal viel Spaß. Los geht's! So, wie immer geht es hier nicht um die Produkte, die ich verwende, die blende ich euch aber selbstverständlich trotzdem ein, sodass ihr seht, was ich für diesen Look hier verwende, sondern wir wollen ja ein bisschen mehr quatschen und deswegen legen wir den Fokus, natürlich auch meine Produkte, nein Quatsch, aber wir reden ein bisschen über meine Produkte und über Miki Shop und die Geschichte ein bisschen, es war eine lange, lange Reise, die ich auf mich genommen habe. Um genau zu sein, habe ich mir schon immer gewünscht, mein eigenes Business zu haben. Ich hatte damals sogar, also es war, ich weiß gar nicht wann, 2016 oder so, kurz überlegt, einen Store zu kaufen. Das wäre aber bei uns hier regional gewesen. Und dann wäre ich halt, irgendwie so Ladeninhaberin gewesen. Es hat sich alles zerschlagen und ich habe halt YouTube weitergemacht, aber wusste, dass ich irgendwann mal, irgendwas Eigenes außerhalb von YouTube haben möchte, mir aufbauen möchte. Und mein Wunsch war natürlich irgendwie immer so in die Richtung Kosmetik was zu machen. Ein eigenes Pinselset war schon ganz, ganz lange eine Vision und noch andere Sachen, die auch zukünftig in den Shop kommen werden. Und diese Idee ist immer, immer weiter gereift. Und 2018, das habe ich in meinem Video gestern schon erzählt, habe ich dann tatsächlich mal angefangen, mich daran zu setzen und mal zu gucken, wo ich sowas produzieren lassen könnte, wie ich sowas produzieren lassen könnte und was da auch dran hängt und was damit verbunden ist. Übrigens benutze ich jetzt hier zum Aufgeben der Foundation, ihr habt das gesehen, ne? Ich habe mit dem Finger einfach ins Gesicht gegeben, benutze ich jetzt Softie. Also das kleine Weichei, um meine Foundation in die Haut einzuarbeiten. Das kennt ihr ja eigentlich auch schon so von mir. Das mache ich ja immer, wenn ich meine Foundation aufgebe, dass ich das mit einem Make-up-Schwamm mache. Und ich mache es seit eh und je mit Softie tatsächlich. Deswegen habe ich das auch nie verlinkt, genauso wie mein Pinselset. Freunde, ich habe so oft die Nachfragen bekommen, kannst du mal deine Pinsel zeigen? Natürlich kann ich die zeigen, Freunde. Das ist essentiell. Pinsel sind so, so wichtig für ein perfektes Make-up. Und ich habe die ganze Zeit geschwiegen und ich bin hier im Make-up aka Beauty-Kanal und erzähle euch nichts über meine Pinsel. Ich glaube, einige haben es auch schon voll gecheckt, oder? Dass ich an meinen eigenen Pinseln sitze, genauso wie an meinen eigenen Wimpern, weil das sind wirklich mit Abstand so die Tools und Produkte, die am meisten erfragt wurden, wo ich nie eine Antwort drauf gegeben habe. Es tut mir so, so leid. Und es hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert als geplant. Guck mal, 2018 habe ich mich daran gesetzt und es war irgendwie nur so ein Traum. Und ich habe mich angefangen, damit zu beschäftigen. Und ich glaube, so 2019 bin ich dann wirklich richtig tätig geworden. Das heißt also, ich bin in die Konzeption gegangen der Produkte, habe mir überlegt, was genau ich möchte. Ich habe mir Gedanken dazu gemacht, wie das Ganze erscheinen soll. Und auch zwischendrin haben sich meine Gedanken oft verändert. Ich glaube auch, dass diese lange Produktionszeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt war, um keinen Schnellschuss zu machen. Die Pinselsets sind tatsächlich schon etwas länger wirklich fertig und so, dass ich sie hätte launchen können.
aber irgendwie hat sich das noch nicht vollständig angefühlt, nur mit einem Pinselset einen kompletten Shop zu eröffnen, weil ich auch noch weitere Produkte und jetzt auch noch viele weitere Gedanken im Kopf habe, um den Shop halt irgendwie zu vervollständigen. Jetzt würde ich sagen, sind wir bei einem guten Start, also es ist eine schöne Basis, mit der mein Shop jetzt starten kann und worauf wir aufbauen werden. Freunde, ich habe so krasse Sachen im Background, also einfach noch nicht angeschoben, aber eine ganz, ganz tolle Idee, die einfach auch noch ein bisschen Zeit braucht. Alles braucht Zeit und ein ganz großer entscheidender Faktor war tatsächlich auch Corinni. Ich spreche das Wort jetzt nicht mehr aus, weil ich glaube, wir haben in den letzten Jahren genug davon gehört und gezerrt und auch Miki Shop war halt davon betroffen. Seien es Lieferengpässe, Produktionsschwierigkeiten, Produktionsstopp. Ich habe wirklich letztes Jahr im September habe ich gedacht, okay, krass, wir sind vor Weihnachten, sind wir da. Ich war wirklich so kurz davor und war sehr optimistisch. Jetzt genau ein Jahr später launchen wir. Ich konnte das alles auch nicht so richtig einschätzen. Wie lange braucht jetzt was? Wie lange sind die Wege? Wie lange dauert so eine Produktion? Dann hatte ich hier eine Fehlproduktion, die nochmal noch komplett neu gemacht werden musste, leider, weil eine falsche Farbnummer produziert wurde. Also solche Sachen, die halt nicht vorhersehbar waren und mit einer großen Pandemie in der ganzen Welt, war das wirklich eine Herausforderung. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich von A nach B nach C schwenke, weil ich habe so viel in meinem Kopf auch die letzten Jahre gehabt und so viel einfach nicht gesagt, dass es jetzt so viel zu erzählen gibt und ich habe Angst, dass ich irgendwas vergesse. Ich werde auf jeden Fall auf Instagram eine Q&A-Runde machen. Für alle, die das Thema interessiert, rund um eine Shop-Eröffnung, allgemein rund um Miki Shop, die Produkte, spezifische Fragen, werde ich auf jeden Fall nochmal auf Instagram beantworten. Das hier ist jetzt wirklich alles einfach so das raus aus meinem Kopf, was ich schon lange mit euch teilen wollte. Deswegen kann es sein, dass es ein bisschen chaotisch und sprunghaft hier wird. Also zur Gründung selber kann ich auch einmal kurz was sagen. Wir haben für den Shop explizit eine neue Firma gegründet, weil ich etwas haben wollte. Ich bin sehr erfolgreich mit Social Media und ihr wisst ja auch, dass ich damit komplett selbstständig bin und meine Brötchen verdiene sozusagen. Aber mir war es immer wichtig, etwas zu haben, was halt von Social Media unabhängig ist. Natürlich ist es irgendwie am Internet gebunden, aber ich kann es halt auch ohne Social Media weiterführen. Natürlich ist das ein riesengroßer Vorteil, dass ich hier meine Reichweite natürlich für mein kleines zweites Startup-Business nutzen kann, aber im Endeffekt ist es mein zweites Standbein und das verschafft Ruhe im Kopf und das macht mich auch irgendwie so ein bisschen stolz. Die Gründung hat aber auch ein bisschen länger gedauert. Also ich habe zum Beispiel die Ware schon gekauft, bevor die Firma überhaupt gegründet war. Es gab ein großes Kuddelmuddel und dann gab es nochmal Rückfragen von der IHK. IHK? Ist das die? Ja, ich glaube von der IHK. vom Handelsregister und so. Also das war alles auch nicht so einfach, aber wir haben es geschafft. Wir haben das Kind ins Ziel gefahren. Und jetzt auch den Shop endlich online gebracht und ich kann es wirklich gar nicht fassen, dass wir es tatsächlich geschafft haben. Wisst ihr, im Laufe der Zeit war es irgendwann so für mich so unreal, dass diese Produkte irgendwann mal gelauncht werden, dass diese Produkte irgendwann mal andere Gesichter sehen außer mich und Betty. Und jetzt ist es endlich soweit und das ist irgendwie richtig, richtig cool und schafft auch Motivation für weiteres Cooles, was geplant ist. Freunde, das wird so, so gut, was uns da noch erwartet. Einige, die bestellt haben, also wenn dieses Video online geht, ist die Ware ja noch nicht da. Denn wir packen ja das ganze Wochenende fleißig. Aber am Montag gehen die direkt raus und sollten dann halt im Laufe der nächsten Woche hoffentlich alle bei euch ankommen. Da habt ihr einen kleinen Sneak Peek drin, was euch erwartet im Miki Shop, was tatsächlich eigentlich mit in den ersten Launch sollte. Aber einfach unfassbar
krass ist von der Organisation, was ich selber auch total unterschätzt habe. Genau, weshalb wir das Ganze ein bisschen ziehen müssen, aber hoffen, dass wir damit auch vor Weihnachten rauskommen. Und auch hier an diesem Produkt, an dem Mystery Product, welches ihr exposed bekommt, wenn ihr euer Paket in der Hand haltet, sitze ich schon sehr, sehr lange dran. Und da werde ich auch gar nicht lange warten und da auch zeitnah ein bisschen mehr drüber erzählen, weil das ist ein richtiges, richtiges Herzensprojekt von mir. Ein ganz, ganz großer Wunsch, so ein Produkt irgendwann mal zu entwickeln. Ich habe hier gerade den Schickimicki Zweierpinsel genommen. Übrigens kann ich hierzu auch nochmal was sagen. Die erste Produktion ging komplett mit einem anderen Namen raus. Und zwar habe ich mir komplett Hashtag Make-up-Mädchen schützen lassen. Also, das ist meine Brand, Make-up-Mädchen, beziehungsweise Hashtag Make-up-Mädchen. Ich bin aber kein Mädchen mehr und auch viele in meiner Zielgruppe sind keine Mädchen. Und ich fand das ein bisschen zu kindisch und zu kitschig, weshalb ich das Konzept nochmal komplett umgeworfen habe. Die waren noch vorher rosa. Habe ich hier noch irgendwie einen rosanen? Ah, jetzt zeige ich euch das. Jetzt sagt ihr, oh, das hätte mir aber viel besser gefallen. Aber das gibt's nicht, Freunde. Ja, hier ist ein rosa. Da steht auch noch Make-up-Mädchen drauf. So. Und ich habe es halt edler gestaltet. Ne? Also es ist ein bisschen gedeckteres Beige geworden. Die haben übrigens so einen richtig coolen Perlmutt-Schimmer, den ich mit reingearbeitet habe. Ich habe es nicht selber gemacht, aber natürlich beauftragt. So einen richtig schönen Perlmutt-Schimmer. Vielleicht fällt euch das auf. Das ist super dezent, fand ich aber richtig cool. Genau, also das zu dem Thema, vorher hießen sie Make-up-Mädchen, waren noch so ein bisschen kindlicher aufgebaut. Natürlich waren noch so andere Pinsel mit drin, mit denen ich nicht ganz so happy war, die ich nochmal ausgetauscht habe und so. Weshalb wir jetzt das Set so haben, wie es ist. Und es heißt schlicht und einfach Schickimicki. Und für diejenigen, die relativ neu sind und das vielleicht auch nicht so richtig greifen können, warum mein Kanal oder mein Künstlername Schickimicki ist. Mein Spitzname ist, seitdem ich bei meiner Mama im Bauch war, Micki. Und vielleicht kennt ihr das, also viele von euch werden ja vielleicht schon schwanger gewesen sein. Man erfindet ja irgendwie so einen Kosenamen. Meine Freundin hat zum Beispiel ihren Sohn jetzt Krümelchen genannt. Und das zieht sich halt einfach bis über die Geburt hinaus raus. Und ich war halt Micki von Micki Maus abgeleitet. Und seitdem ich auf der Welt bin, werde ich von meinen Herzensmenschen Micki genannt. Selbst die Freunde von meinem Bruder haben mich damals immer Micki genannt und tun es teilweise heute noch. Sagen, hey, ist Micki auch da? Also, das ist tatsächlich mein Spitzname. Und da ich auch, seitdem ich denken kann, eine Leidenschaft für wirklich schöne Dinge habe, wie Make-up und Beauty und Interior, all das, was so mein Herz begehrt, also das Schöne, fand ich Schickimicki ziemlich passend. Das hat jetzt überhaupt gar nichts mit Bonzen, Marken, Champagner und Co. zu tun, sondern es ist tatsächlich eine Ableitung zu meinem Spitznamen, was dem Ganzen vielleicht nochmal einen anderen Charakter gibt. Ich habe lange drauf rum überlegt, ob ich meinen Namen ändern sollte für dieses neue Kapitel hier, aber bin zu dem Entschluss gekommen, dass es einfach ich bin. Das ist, dass ihr mich halt auch unter dem Namen kennt und wiederfindet und dass es einfach einen guten Wiedererkennungswert hat. Wir haben zum Beispiel mit 3 Wimpernstyles gestartet, weil ich finde, irgendwie braucht man 3 Stück, damit man für jeden irgendwie was dabei hat. Also was Dezentes, etwas Kräftigeres und natürlich wirklich diese dramatischen Lashes für extreme Looks, weil es gibt ja auch genügend Mädels, die nicht nur natürlich sind, sondern auch die richtig krachen lassen auf den Augen. Und davon habe ich auch einige hier in meiner Community. Und ich freue mich über jeden, der da ist. Auch wenn ich mit meinen Looks ein bisschen natürlicher geworden bin. Ich glaube, ihr habt das auch in den letzten Jahren ein bisschen verfolgen können, dass meine Looks mehr gedeckter geworden sind und ein bisschen klassischer, würde ich sagen. Und ich trage trotzdem super gerne alle 3 Styles. Also
Ihr könnt ja mal schauen, ob was Passendes für euch dabei ist. Ich klebe mir jetzt gleich auch einmal die Lashes an. Ich zeige euch das in einem Short-Video. Das drehe ich dann auch ab für Instagram. Aber vorher tusche ich jetzt einmal meine Wimpern. Das mache ich immer, bevor ich meine Wimpern anklebe. Ich bereite sozusagen die Wimpern auf die Kunstwimpern vor. Dann weiß ich schon mal, guck mal, hier habe ich zum Beispiel so eine Lücke. Die kann ich dann mit dem Wimpernband ganz bequem auffüllen. Das ist ganz cool. So weiß ich schon mal, wie meine Wimpern heute sitzen und wie ich das Ganze dann optimieren kann. Ob ich mir heute vielleicht natürlicher Look reicht oder ob ich vielleicht heute doch Lovely nehme. Also das ist für mich immer ganz wichtig, die Wimpern auf jeden Fall vorzutuschen. Da bin ich wieder. Ich war nicht im Wimpernstudio, auch wenn es so aussieht, ne? Sieht so richtig aus, als hätte ich jetzt so ein eine gute Dreiviertelstunde auf der Liege gelegen, um mir eine schöne 3D-Technik ankleben zu lassen. Ist aber nicht so. Ich habe mir einfach Lovely aufgeklebt und das wirklich in Hand umdrehen. Ich bin ja mittlerweile ein bisschen erprobt im Lashes aufkleben. Ich brauche nicht mal eine Minute. Bei mir geht das wirklich ratziputzi schnell. Ich habe das hier in diesem Video nicht mitgefilmt, weil ich ein Hochkant-Video brauchte für Instagram, um euch das dort zu erklären. Also ihr kriegt dort ein Short-Tutorial, wie ich mir Wimpern anklebe. Es dauert wirklich halt nur eine Minute. Wenn ihr Bock habt, dass ich sowas hier auch mal auf YouTube drehe, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten seid ihr natürlich herzlich eingeladen, einmal bei Instagram vorbeizuschauen. Genau, die Wimpern könnt ihr übrigens bis zu 20 Mal wiederverwenden. Ich glaube, das habe ich gestern gar nicht dazu gesagt. Ich habe so viel vergessen zu erwähnen, weil mein Kopf einfach voll ist mit Informationen. Aber dafür ist ja dieses Video hier da. Ich hoffe, ihr habt Spaß und enjoyt es ein bisschen und lehnt euch zurück und habt einfach Bock, mir ein bisschen zuzuhören. Und meine Gedanken sprudeln einfach nur so raus. Genau, also ihr könnt die Wimpern bis zu 20 Mal wiederverwenden, vielleicht sogar mehr, wenn ihr sie wirklich gut pflegt. Das heißt also, abnehmen oder vom Neureinkleben einfach den Kleber entfernen, überschüssigen Kleber, wobei das mittlerweile auch wegfällt, weil ich ja diesen Lash Glue Liner für mich entdeckt habe hier von Kiss. Der ist richtig, richtig gut. Der ist nicht so dick von der Konsistenz, aber greift die Wimpern trotzdem unfassbar krass. Der ist transparent. Den gibt man direkt hier am Wimpernkranz auf und I love it. Ich finde es richtig, richtig geil. Eine Sache wollte ich noch sagen. Grüße gehen raus an die liebe Melissa oder Melina. I don't know, wie du heißt. Aber du hast mir vor kurzem ein sehr unfreundliches Kommentar geschrieben, was ich ein bisschen schade finde, weil es war eine Tatsache, die man hätte auch erfragen können und nicht patzig unterstellen. Sie hat nämlich geschrieben, dass ich ja so viel Weichzeichner verwenden würde. Freunde, und das ist jetzt wirklich kein Witz. Das liegt zum einen, das muss ich sagen, an der guten Ausleuchtung hier. Dann habe ich vor kurzem, das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, ne, wurde meine Spirale gezogen. Das heißt also, ich habe keine hormonelle Belastung mehr in meinem Körper, was sich unfassbar auf meine Haut auswirkt. Unfassbar, ich bin so wow, krass. Und einen großen Teil für diesen tollen Effekt trägt tatsächlich Softie bei. Der ist ein bisschen größer, poriger gestaltet, dass der mit den Poren arbeitet und wirklich einen Airbrush-Effekt zaubert. Ich wurde so oft gefragt, Diana, wie arbeitest du deine Foundation so in deine Haut ein, dass man sie wirklich nicht sieht? Sie sieht wirklich aus wie eine zweite Haut, die ich mir auflege, einfach weil ich das Ganze mit Softie unfassbar gut in die Haut reinsetze und reinarbeite und natürlich dann noch die richtige Farbe der Foundation habe. Und dadurch kommt halt so ein wunderbarer Airbrush-Finish Weichzeichnungseffekt zustande. Es hat mehrere Einflüsse, aber stell mir nicht gleich Böses. Also ja, das auch nochmal als kleine Anekdote. Wirklich Softie ist unfassbar krass. Mein absolutes Highlight wirklich, was Make-up-Schwämme angeht. Ich bin so stolz darauf, wirklich eine lange, lange Reise beenden zu können mit Softie. Die Form ist auch perfekt. Also das, müssen wir mal ganz klar sagen, ist jetzt keine Innovation, ne? So ein Ei, das gibt es natürlich noch und nöcher. Aber ich habe auch für mich im Laufe der Zeit festgestellt, dass diese Eiform die beste ist für mich persönlich. Ich komme damit am besten zurecht. Mit der schönen Spitze kommt man wunderbar hier so in den inneren Augenwinkel. Man erreicht irgendwie alle Zonen im Gesicht richtig gut. Wenn man ein bisschen mehr Fläche braucht, wie zum Beispiel Kontur ausblenden, kann man den Bauch gut nehmen. Also ich fand die Eiform tatsächlich am schönsten, weshalb es auch in meinem Shop ein Weichei gibt. Ein richtiges Weichei. Es ist aber nicht zu weich, weil
Vielleicht habt ihr auch schon mal so Schwämme in der Hand gehabt, die man gefühlt schon gar nicht mehr gemerkt hat, weil die so weich waren. Das mag ich persönlich nicht ganz so gerne. Ich brauche ein bisschen Widerstand, aber er muss trotzdem weich sein von der Beschaffenheit. Und ich möchte gar nicht weiter rumschwirren. Eine Sache muss ich noch kurz ansprechen. Und dann hört die Self-Promo hier auch auf. Weil ihr einfach auch so heftig oft nachgefragt habt nach diesen Puderpinsel. Ich habe irgendwann mal angefangen, mir Screenshots zu machen und habe es dann irgendwie gefühlt nach 2 Jahren aufgegeben. Ja, so lange habe ich den tatsächlich schon hier. Hier steht sogar noch Make-up-Mädchen drauf. Es ist aber der gleiche Pinsel, den es auch im Pinselset gibt. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr euch neue Schuhe kauft, dann drücken die vielleicht am Anfang. Und wenn ihr die so 2-3 Mal getragen habt, dann sind sie so richtig bequem. So könnt ihr das eigentlich auch mit meinen Pinseln sehen. Die sind unfassbar weich, die haben eine unfassbar krasse Qualität vom Pinselhaar her, sind vegan, also synthetische Fasern. Die haben aber eine leichte Beschichtung, weil die natürlich ja industriell hergestellt werden und jetzt nicht vom Tier rausgerupft werden. Haben die so eine leichte Beschichtung. Das kann sein, dass es dann vielleicht am Anfang ein bisschen braucht, bis das Pigment sich richtig schön reinsetzen kann, der Pinsel das Pigment richtig schön aufnehmen kann. Wenn ihr den aber wirklich ein bisschen länger habt, dann plustert der sich so auf wie dieser hier. Behält aber trotzdem seine Qualität bei, beziehungsweise wird noch besser. Das heißt, er kann das Produkt besser greifen und ihr könnt es noch besser aufgeben. Das nur als kleine Information, das habe ich gestern, glaube ich, auch nicht gesagt. Und es ist überhaupt gar nicht schlimm, dass er halt so aufplustert, weil das ist genau das, was ich nämlich erreichen wollte. Also ich wollte einen richtig schönen, voluminösen Puderpinsel haben, der sich übrigens auch wunderbar eignet, wenn man so einen kleinen Schminkfehler gemacht hat. Ich habe mich letztens so ein bisschen overblushed. Und habe den dann genommen, weil er natürlich viel mehr Fläche hat. Und habe das so ausradiert. Freunde, wow, das sah richtig gut aus. Ich muss euch ein Pinselvideo abdrehen. Ich merke das schon. Ich könnte zu jedem einzelnen Pinsel eine Story erzählen. Wie zu dem Highlight-Pinsel, den wir explizit drin haben. Und ich glaube, ich drehe das einfach direkt jetzt im Anschluss nochmal nach. Und baller euch das auch nochmal jetzt die Woche hoch. Dann habt ihr da auch nochmal ein kleines Erklärbär-Video zu jedem einzelnen. Und jetzt kommt hier gerade ein Riesenbrummi vorgefahren. Und ich mache einfach mal weiter mit meinem Make-up. Ich bin hier vor 1,5 Jahren bin ich ja hier in mein kleines Office gezogen. Und ursprünglich war es so angedacht, vor 1,5 Jahren war ja ein Lounge noch gar nicht in Reichweite. Das ist, würde ich sagen, seit einem Jahr wirklich erst richtig, richtig spruchreif, dass ich sagen kann, gut, geht los und die Bestellungen halt tatsächlich auch unterwegs waren, beziehungsweise in Produktion. Jedenfalls war das vor 1,5 Jahren so, dass ich in dieses kleine Büro hier gezogen bin und mich unfassbar gefreut habe, so einen Drehspace zu haben, einen Ort zu haben, wo ich meine Videos schneiden kann, einfach großräumig Content produzieren kann. Das hat zu Hause wirklich total viel Platz eingenommen und irgendwie hatte ich auch so viel Kram, also so viel Schminke. Ich kriege ja auch einiges zugeschickt für Kooperationen. Auf PR-Listen stehe ich schon nicht mehr, weil ich einfach nicht mehr weiß, wohin damit. Genau, deswegen habe ich mich vergrößert. Ich glaube, von meinem Drehzimmer zu Hause, was jetzt Paddys Büro ist, ich glaube, es waren 23 Quadratmeter, ist ja auch nicht klein, ne? Auf hier 50 Quadratmeter. Und die Ware kam an und wir haben ganz schnell gemerkt, oha, das ist ganz schön viel. Es nimmt super viel Platz ein. Ich habe wirklich jetzt nur noch so einen kleinen Drehspace. Also diese Position, die ihr hier immer von mir seht, das ist wirklich jetzt so ein kleiner Radius, der noch übrig bleibt. Und ich bin wieder genau da, wo ich vor 1,5 Jahren war. Es ist tatsächlich doch ein bisschen klein. Deswegen vergrößern wir uns. Ich habe es auf Instagram schon ein paar Mal erzählt. Ich weiß nicht, ob ich es hier auf YouTube erzählt habe. Miki Shop, explizit Miki Shop, zieht um in ganz große Räumlichkeiten. Ich habe ja auch gesagt, es ist für mich wirklich ein zweites Standbein. Ich betrachte es als wie ein Laden, wo wir vielleicht zukünftig auch Angestellte haben werden. Die Vision ist groß für Miki Shop. Da sind richtig coole Sachen, die wir im Februar dann anschieben wollen in der Pipeline. Und wir ziehen um auf jeden Fall in ein größeres Lager. Dort wird eine richtige Packstation sein und auch oben drüber ein Büro, wo dann das ganze Backoffice sein wird. Und ich werde mir dort auch einen Drehspace einrichten. Das heißt also, wir nehmen einmal das alles hier mit
und ziehen hier wieder aus. Ich weine ein bisschen, muss ich sagen. Ich finde dieses Büro so, so toll. Also ich fühle mich hier unfassbar wohl. Es ist halt auch gar nicht so weit weg von meinem Zuhause. Aber ja, irgendwie ist es doch ganz schnell ziemlich groß geworden, das, was wir geplant haben. Und da auch nochmal zu der Sache, ich glaube, ich habe es gestern kurz angeschnitten, was das Finanzielle angeht und warum es auch so länger gedauert hat, bis wir endlich hier mal an Laden kommen. Punkt finanzielles Thema ist natürlich auch so eine Sache. Paddy und, da rede ich jetzt ganz offen mit euch, ich möchte da gar keinen Geheimnis drum machen und euch auch so ein bisschen ja, teilen, was für uns oder für mich da dran hängt an diesem Unternehmen. Ja, wir haben von Anfang an gesagt, dass wir so einen Shop nur in Eigenleistung machen. Also das heißt also, wir nehmen uns keinen Kredit auf für einen Startup-Kredit oder so, sondern alles, was wir reinstecken, ersparen wir uns, haben wir uns gespart. Da wir sowieso schon ein bisschen Geld zur Seite gelegt hatten für unser Eigenheim. Ich habe euch auch im Laufe letzten Jahres einmal mitgenommen. Wir haben ein Haus besichtigt und auch die Eigenheim-Hausbaupläne sind ja noch nicht abgeschlossen, beziehungsweise wir haben ja immer noch den Wunsch und wussten ja auch, wo wir hinwollen und dass wir uns Geld zur Seite legen müssen. Nun hat sich die Immobiliensituation natürlich so extrem verändert, dass wir gesagt haben, wir bremsen uns gerade selber aus in allem, was wir wollen. Wir schränken uns so sehr ein in sehr vielen Punkten, weil wir sagen, nee, das machen wir jetzt nicht, weil wir wollen ein Haus bauen. Beispielsweise weitere Produkte in Produktion geben oder einkaufen für Mickey Shop. Einerseits warten wir auf unseren Bauplatz und wollten unsere Moneten so zusammenhalten und nicht ganz so viel anderweitig ausgeben. Andererseits wollten wir aber Mickey Shop anschieben und haben halt gemerkt, je mehr Ideen und je mehr Zeit verging und je mehr Ideen dazu kamen und auch die Vision immer größer wurde, umso teurer wird das auch. Und so kam das eine zum anderen und der finanzielle Raum wurde immer größer, über den wir gesprochen haben. Weshalb wir im Endeffekt letztes Jahr Nägel mit Köpfen gemacht haben und gesagt haben, shit off, wir leben so schön. Unsere Wohnung ist wirklich schön. Sie ist halt nur ein bisschen heiß im Sommer. Wir fühlen uns da auch sehr, sehr wohl. Wir heiraten nächstes Jahr. Wir haben gerade so viele finanzielle Projekte. Eins legen wir auf Eis. Aber nicht für immer, sondern einfach nicht, um uns selber auszubremsen. Ich weiß nicht, ob ihr eine Ahnung habt, was man sich so an Eigenkapital zur Seite spart. Aber wir reden hier halt nicht über 50.000 Euro, sondern mehr. Also es ist schon eine Stange Geld, aber wie gesagt, ich habe auch keine Kosten und Mühen gescheut, auch, ich wiederhole mich. Ich wollte es halt einfach perfekt haben und ich habe das Gefühl, es ist jetzt perfekt und es darf gerne etwas größer werden. Jetzt mache ich mir noch ein bisschen Lipgloss drauf. Und das ist auch, Freunde, super realistisch bei einem Startup, ne? Ihr braucht ja alleine 25.000 Euro Eigenkapital, um eine GmbH zu gründen. Ihr könnt natürlich die 25.000 Euro aufwenden, also damit dann auch Ware einkaufen und so weiter und so fort. Aber wir haben halt gemerkt, dass wir gerade in diesem Umfang mit diesen 25.000 Euro nicht wirklich weit kommen. Also da musste noch einiges mehr drauf, damit wir Träume wahr werden lassen können. Im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn der eine Traum erstmal geplatzt ist, kam jetzt der neue dazu, den wir uns damit verwirklicht haben und Träume sind da, um sie zu verwirklichen und man darf sich halt irgendwie nicht ausbremsen lassen von irgendwelchen Gedanken. Manchmal steht man sich auch selber im Weg und ich sag euch ganz ehrlich, ich habe auch in der Zwischenzeit einfach mal ein halbes Jahr lang pausiert und brauchte Abstand von diesem ganzen Projekt, obwohl ich schon bereits Dinge angeschoben hatte, bezahlt habe. Ich habe zum Beispiel auch Make-up-Mädchen, das hat mich unfassbar viel Geld gekostet, das Ganze schützen zu lassen. Ich habe das mit anwältlicher Begleitung, kann man das so sagen? Anwältlicher Betreuung, wie auch immer, durchgezogen und wir haben das Ding auch nach Hause geholt. Im Endeffekt ja, habe ich davon jetzt nichts, weil ich es doch nicht verwendet habe. Also ich bin sehr viele Kreuzwege gelaufen und ja, habe sehr viele Entscheidungen getroffen und wieder verworfen. Es war eine riesengroße Findungsphase, wo die Reise hingehen soll. Und sowas muss natürlich auch gut bedacht sein, wenn man damit eben raushaut. Und ich bin halt
keiner, der so einen Schnellschuss macht. Alles in meinem Leben bedenke ich gut und alles, was ich sage, bedenke ich gut. Ja, und so ist es halt eben auch mit unserem Baby, was wir rausbringen. Wir wollten da einfach vernünftig kommen und nicht so lapidar mal eben kurz hier ein paar Wimpern oder ach, jetzt haben wir ein Pinselset gemacht, sondern irgendwie so ein gesamtes Bonbon fertig machen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und jetzt bauen wir drauf auf. Da kommt noch einiges, also um euch da so ein bisschen abzuholen. Wir wollen auch so ein bisschen in die Richtung Skincare gehen. Da warten einige coole Tools, aber auch vielleicht Produkte, die ja schon das ein oder andere Gespräch und Meeting hatten. Wir gehen natürlich, wer aufgepasst hat, wie die Firmenfirmierung ist, in die Richtung Interior. Alles, was ich liebe, Freunde. Dinge, die ich selber gerne verwende und die ich liebe und die Teil von meinem Alltag sind, euch einfach irgendwie eine Plattform zu bieten, wo ihr euch das Ganze nachshoppen könnt und die vielleicht sogar noch von mir selbst designt wurden. Das ist natürlich unfassbar, unfassbar cool. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich sage bis dann. Tschüss. Oh, guck mal, Meile sagt auch Tschüss. Tschüss.